Hey ho, Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft-Helden. Heute werden wir bestimmt wieder einiges erleben. Oha, okay. Dann stirb. Ich möchte ganz gerne zunächst einmal mir auch ein Pferd holen. Lasst uns mal gemeinsam hochgehen und ein Pferd holen. Ansonsten, hier unten in unserer Base hat sich auch ein wenig was getan. Ihr seht, hier spawnen jetzt nicht nur Skelette, nein, auch Zombies, Leute. Denn wir haben jetzt nochmal zwei, drei weitere Spawner, was mega praktisch ist, denn wie ihr sehen könnt, ich habe schon wieder 33 Level. Man macht hier unten mega schnell Level und macht auch mega viele Pfeile. Selbst ohne Infinity hat man also nie, ja, zu wenig Pfeile dabei. Ich habe gestern schon wenig an dem Bogen hier gearbeitet, Unbreaking 3, Punch 2, Power 5. Aber es ist eher ein Ersatzbogen, denn wir haben hier diesen Bogen, diesen Hauptbogen. Und ich möchte zunächst einmal auch noch etwas anderes machen, denn, und ich sehe gerade mein Schwert, da könnten noch ein paar Verzauberungen drauf. Da könnten noch ein paar Sachen vielleicht drauf, aber nichtsdestotrotz, das Wichtigste ist schon drauf. Wir werden die jetzt erstmal umbenennen, Freunde. Wir werden erstmal jetzt uns das Gommemuth-Schwert hier anlegen. Wir brauchen natürlich ein Gommemuth-Schwert und das ist ab sofort unser neues Schwert. 4 Erfahrungspunkte kostet das. Das ist doch ein Schnapper. So, jeder, der gekillt wird mit diesem Schwert, wird vom Gommemuth gekillt. Das wird so geil, wenn erstmal im Chat steht so, yo, der und der wurde vom Gommemuth gekillt. Extrem geil, stelle ich mir das vor. Genau wie damals auch bei Varro. So, jetzt den Bogen haben wir noch vor uns. Okay, ich glaube, das einzig Richtige ist, wenn wir den Bogen den Trollololbogen nennen. Wir brauchen den Trollololbogen für den, also das ist es einfach. Top, Leute. Jetzt haben wir ein Gommemuth-Schwert, den Trollololbogen. Fehlt nur noch eine starke Rüstung. Und auch hier haben wir reichlich Auswahl, wie man deutlich sehen kann. So, das war eben runter. Was nehmen wir mal mit? Denn die anderen Spieler sind teilweise jetzt schon auf Kämpfer aus. Ich auch auf jeden Fall. Wenn es nach mir ginge, ich würde sofort gerne hier ein paar Spielerleben abziehen. Aber ich bin nett. Ich rede erstmal mit denen. Und dann hauen wir denen das Schwert ins Gesicht. Das Gommemuth-Schwert. So, auf jeden Fall. Rüstung haben wir. Wunderbar. Das Schwert ist parat. Klar, also hier das Schild. Das könnten wir auch nochmal eigentlich verzaubern. Ich habe gestern nämlich beim Verzaubern auch noch Unbreaking-Bücher hier reingelegt, die, glaube ich, Gumbo schon sich geschnappt hat. Oh, dann mache ich mir nochmal eben, habe ich Bücher da 9 Stück, dann mache ich nochmal eben schnell neue Unbreaking-Bücher, die natürlich gerade hier nicht gönnen. Verdammt, okay, dann, ja, keine Ahnung. Unbreaking ist jetzt gerade auch nicht mega wichtig. Dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich probiere es doch einmal hier gerade kurz. Moment, ich mache immer folgenden Trick. Ich nehme hier immer einen Bogen raus, damit ich nicht meine Bücher verschwenden muss, denn ja, Leder und so, was man dafür braucht, ist das schon was wert. Dann gehe ich hier hin, verzauber erstmal hier so einen Bogen mit einem Level, leg wieder ein Buch rein, Sharpness, Piercing, wieder nur Müll, leg wieder ein Buch rein, wieder, leider ein Level weg, wieder ein Buch rein, Fire Protection, wieder nichts. Ach Mann, das ist doch hier, Unbreaking ist wirklich ultra selten, wie ihr seht hier irgendwie. Ich habe gar kein Glück, gestern auch schon habe ich so selten Unbreaking gezogen, das war crazy. Boah, wir verlieren auch ordentlich Level dadurch gerade. Unbreaking 3! Das mit einem Fragezeichen. Oh, 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 da sind auch andere Verzauberungen drauf. Moment, das holen wir uns aber eben schnell. Das holen wir uns mal ganz, ganz schnell. Moment, hier mit dem Eisenschwert schnell mal raufhauen. Nicht mal ein schönes Gommemuth-Schwert hier für so ein paar olle Zombies verschwenden. Was würdet ihr doch so auf das Schwert raufhauen? Also klar, es gibt so... Klar, Looting könnte ich jetzt noch raufhauen für ein bisschen mehr Gunpowder. Ich glaube, das ist auch ein guter Call. Looting 2... Für noch mehr Gunpowder, wenn wir Creeper killen. Das ist, glaube ich, ein guter Call. Weil wir brauchen unbedingt auch noch mal so eine Armbrust mit solchen OP-Pfeilen. Übrigens, Freunde, das kann ich auch mal eben erzählen. Mein richtiger PC, ich habe ja gerade hier meinen Ersatz-PC so gesehen. Der richtige PC ist wieder auf dem Weg zu mir. Der ist jetzt auch die Tage, hoffentlich Ende dieser Woche bei mir. Da war das Mainboard kaputt, einfach. Das Mainboard war defekt, obwohl das eigentlich brandneu war. Mainboard war defekt und Windows war beschädigt. Das waren die Fehlerursachen, die haben dafür gesorgt, dass der PC immer abstürzte, aber ja, er kommt zum Glück jetzt bald auch wieder zurück. So, ihr seht hier gerade, wie schön effektiv diese Mobfarm ist, herrlich, wie schnell man hier Monster kriegt und auch wie viele Level man hier schnell farmt. Es ist wirklich ein Träumchen. Aber ja, Freunde, endlich wieder bald mit Shader, endlich wieder eine deutlich krassere Qualität. Ich habe sogar überlegt, 4K-Videos hochzuladen, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Es macht nur Sinn bei Spielen, die auch in 4K laufen. Minecraft hier gerade läuft ja nicht in 4K-Qualität, aber ich dachte mir so, boah, das wäre eigentlich voll nice. 4K-Videos, nicht nur Full HD. Aber wer weiß, vielleicht packe ich mir mal so einen krassen Raytracing-Shader rein, dass hier doch alles in 4K ist.
Dann kann ich auch 4K-Videos anbieten. Weil sonst wäre es so Fake 4K. Sonst wären es keine echten 4K. Na gut, Leute. Ich fahre mal eben die Level. Dann gehen wir verzaubern. Und danach gehen wir das Pferd besorgen. Und vielleicht treffen wir noch andere Spieler. Evive, iCrybex. Mit denen müssen wir eigentlich mit allen nochmal sprechen. Wir haben ja bis jetzt noch nicht mit allen so Kontakt gehabt. Ich war auch bisher immer mit dem Baseball beschäftigt. Alter Beule. Auch Alpha-Stein fällt mir da direkt ein. Wir müssen mit den allen nochmal sprechen gehen. Wir müssen da überall nochmal uns vorstellen, glaube ich. Auf eine vernünftige Art und Weise. Ihr wisst, was ich meine. Zwinker, zwinker. So, jetzt erstmal Level weiterfarmen. Da haben wir die 30 Level. Ich mache nochmal eben schon mein Schwert kaputt. Das ist auch fast kaputt. Kommt schon. 3, 2, 1. Geh kaputt jetzt, Schwert. Das muss jeden Moment kaputt gehen. Alter, die Unbreaking... Jetzt ist kaputt. Die Unbreaking 3 macht sich... Verzauberung macht sich bemerkbar, wollte ich schon sagen. Okay, schauen wir mal. Also, Unbreaking 3. Perfekt. Super. Super, super. Dann hauen wir das doch direkt mal auf mein Schildchen rauf. So, zack, zack. Unbreaking 3 ist drauf. Wir sind wirklich prima ausgerüstet. So, damit traue ich mich nach oben. Inventar aufräumen. Und dann auf geht's. Übrigens, so ein Postfach können wir jetzt auch mal machen, damit wir hier so anderen Spielern... eine Nachricht zusenden können. Gumbox hier. Wir brauchen auch eine kleine Postbox noch. Vielleicht machen wir es auch noch mal eben schnell. Erst noch mal für euch alle hier ein wenig Essen. Lasst es euch gut schmecken, Leute. Lecker, 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 lecker. Moment, haben wir noch was in der Truhe? Ja, 4 Stück. Auch nicht mehr viel. Lecker, 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 lecker. Ich hole noch mal Nachschub für euch. Schwupp, 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 schwupp. Ich glaube, wir werden hier aus diesem... Oh, Gambus fährt. Wie viele Herzen hat Gambus fährt? Oha, 13 Herzen. 13 Herzen ist gut. 13 Herz ist sehr gut, weil so ein Herz kann maximal 15 Herzen haben. Und natürlich auch noch andere Sprungeigenschaften und Geschwindigkeitseigenschaften hat so ein Pferd auch immer unterschiedliche. 13 Herzen von 15 ist schon sehr, sehr gut. So, das kommt hier nochmal rein, dann nehme ich das in die Hand. So, Hallöchen, da bin ich wieder. Lasst es euch schmecken. Hier, nochmal Nachschlag für alle. Oh, die meisten sind schon satt. Hier auch nochmal direkt abernten. Ach, Leute, mal will ich hier die schöne Base auf Vordermann bringen. Einmal überall ganz frisch die Ware abpflücken hier. Aus dem Regal. Zack und rein ins Lager. Ein Steak. Ist doch schön. Hier liegt noch ein bisschen was. Packen wir mit rein. 4 Stück. Läuft. So, jetzt noch mal eben die Postbox da machen. Genau, Mauzi. Vielleicht gibt es dann Geschenke für dich bald. So, Freunde. Dann fangen wir mal mit Craften an. Zunächst einmal möchte ich gerne meine Postbox bauen. Dafür brauchen wir hier unten ein kleines Zäunchen. Da brauchen wir hier den Seiten hier die Dinger. Dann hier oben die Slabs und in der Mitte, glaube ich, eine Truhe. Genau. Da haben wir schon mal unsere Oak Mailbox. Super, dann brauchen wir als nächstes natürlich auch nochmal so eine zum Versenden. Wir dürften bestimmt die auch von Gumbo verwenden, aber komm, wir machen auch nochmal eine zweite. Wer weiß das schon, Gumbo ist ja gerade nicht da. Deswegen machen wir nochmal eben schnell uns unsere eigene. Oh, ich sehe schon, mir fehlt noch eine Truhe, die habe ich vergessen. Okay, es geht echt nur blaue Farbe. Okay, schade, ich dachte, man könnte da jede Farbe nehmen. Dann packe ich hier mal meine hin, auch möglichst symmetrisch. Zack und zack. Oh, jetzt brauchen wir genau unseren Namen. Hier machen wir einfach Gomma HD. Accept. Prima. Leute, jetzt sind wir hier mit drin. Jetzt können wir uns quasi selber hier schreiben. Hey ho, Minecraft-Freund. Und dann können wir hier... Oh, ich bin in Vollbildmodus gegangen. Dann können wir hier rechts Lava zum Beispiel reinmachen. Send. Send drücken. Und dann, Achtung, hier sieht man es schon. Wir haben Post bekommen. Ein Paket. Hey ho, Minecraft-Freund von mir selber. Mal schauen, was da drin ist. Oh nein, oh Gott, da ist Lava drin. Hat also geklappt. Prima, jetzt haben wir das auch schon mal. Let's go, Freunde. Ich muss das natürlich aus dem Video schneiden, wo wir hier rauskommen. Ich gehe auch auf jeden Fall auf eine andere Insel, wo ich das Pferd mir suchen werde. Und wir sehen uns dann nach dem Cut wieder. Okay, hier kommt auch schon Pferd Nummer 1. Schauen wir mal, ob er uns rauflässt. Ich habe natürlich den Sattel eingepackt. Mal schauen. Oh, das ist ein wildes Pferd. Das ist ein wildes Pferd. Komm schon, komm schon, komm schon, wo bleiben die Herzen? Wo bleiben die Herzen? Ah, er möchte nicht, nochmal. Neuer Try. Ich sag euch, der kann was. Da bin ich direkt zufrieden mit. Der wird richtig schnell sein und hochspringen können. Komm schon, komm. Oh nee, er möchte immer noch nicht. Alle guten Dinge sind 3 oder was, habe ich gehört. Es hat auch nur 11 Herzen, sehe ich gerade. Okay, jetzt hat es geklappt. Wir haben die Herzen nicht mitbekommen. Es hat nur 11 Herzen. Ich pack mal eben den Sattel rauf. Ja, okay. Es läuft nicht mega schnell. Aber es hilft auf jeden Fall, ein nächstes Pferd zu finden. Ein zweites Pferd, was vielleicht noch mehr überzeugt. Ich finde, das ist jetzt nicht mega stark.
Aber es springt vielleicht recht hoch. Wartet mal, wir machen mal einen Test. Wie hoch kannst du springen, mein Freund? 1, 2, 3. Also 5 ist die maximale Höhe. 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das haben wir nämlich schon nach 4 aus. Und 4 ist schon stark. Moment. Und... Mann, ich hab's nicht geschafft. Okay, es sind wohl nur 3. Es sind nur 3 oder... Doch, 4. Nee, es sind 3. Er kann 3 hochspringen. 3 ist okay. 3, also es ist nicht das stärkste Pferd. Es ist nicht mega schnell. Es ist nicht mega gesund. Also, ne, hat nicht viele Herzen und springt auch nicht mega hoch. Ist so im Mittelfeld aufgestellt. Aber... Trotzdem kommt man ganz gut von A nach B. Es macht schon mal Spaß. Es lernt mir schon mal das Reiten. Es bringt mir das Reiten hier bei. Okay, wollen wir mal wieder ein neues Pferd. Da vorne sehe ich Pferde. Oh, hier sind viele Pferde. Hier sehe ich viele Pferde. Das da oben, das lächelt mich an. Das sieht schön aus. Das lächelt mich hier aber gewaltig an. Erinnert mich auch so ein wenig an Mauzi. Hey, warte mal. Lass mich doch mal rauf bei dir. 13 Herzen. 13 Herzen bietet das. 13 Herzen ist stark. Das nur 12... Ich guck nochmal hier unten weiter. 13 Herzen. 12 Herzen. Okay, dann ist das mit 13 Herzen eindeutig ganz vorne mit dabei. Wo ist es hier? 13 Herzen. Wenn das auch noch schnell ist, dann perfekt. Dann perfekt, wirklich. Warte, wir haben den auch noch nicht geguckt. Der hat, wie viel hast du? Der hat 12. Okay, nee, 12 finde ich nicht gut. Dann nochmal hier rauf. Bei dem mit 13 Herzen. Der hier ist auch noch da. Hallo, mein Freund. Lass mal schauen. 14 Herzen! 14 Herzen einfach! 14 Herzen, das ist verdammt stark. Ich brauche beide. Ich brauche das mit 13 und das mit 14. Vielleicht können wir die dann paaren und dann kriegen wir noch ein drittes Pferd, das vielleicht 15 Herzen hat und mega schnell ist. Komm, 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 komm! Hat's geklappt? Es hat geklappt! Es hat geklappt. Okay, Sattel rauf. Wie hoch springst du? Okay, es springt nicht. Oh, doch, es springt recht hoch, aber es... Läuft sehr langsam. Ey, Leute, es läuft sehr, sehr langsam. Wir müssen nochmal das andere Pferd finden. Mit 13 Herzen. Das Pferd war ja extrem langsam gerade. So, es ist auch jetzt wieder ein Tag geworden. Prima. Wir machen weiter. Ich habe das Gefühl, wir werden hier fündig. Okay, das ist der Kollege mit 14 Herzen, der aber verdammt langsam ist. Ich glaube, das war sein Freund mit... Oh, nur 10 Herzen? Oh, nee. Oh, nee, da fühle ich mich aber auch nicht zu Hause. Ich schaue nochmal. Wen haben wir hier? 11 Herzen. 11 Herzen haben wir auch schon gezähmt. Warte mal, Sattel rauf. Ja, schon relativ schnell. Oh Mann, der ist schnell, der andere ist stark. So, ich habe jetzt mal eine offizielle Rennbahn hier gebaut. Da vorne muss man ankommen, hier startet man mit dem Pferd. Und wir schauen mal, welches Pferd wirklich zeitenmäßig schneller ist. Also, wir fangen an mit dir, mein Freund. 13 Herzen bietest du, okay. 13 Herzen, Sattel rauf. Startposition einnehmen. So. Und Start. Okay. 2,68 Sekunden. Dann kommt hier der langsame Kollege, wo ich gesagt habe, der ist recht langsam. Wobei, er kommt mir gerade genauso schnell vor wie der eben gerade. Also, wir gehen wieder auf Startposition. Löschen die alte Zeit. Und los geht's. Und Stopp. 2,7 Sekunden. Ja. Ja, gleiche Zeit. Gleiche Zeit, die sind beide genau gleich schnell. Kann ein anderes Pferd hier diese Zeit noch toppen? 2,7 Sekunden, wer bietet mehr? Okay, wir haben nochmal ein neues Pferd hier mit 12 Herzen. Wie schnell bist du? Oh, der kommt mir schnell vor. Der kommt mir sehr schnell vor schon mal, was ich mega gut finde. Also machen wir uns wieder bereit und los geht's. Und er schafft das Stück in 2,1 Sekunden, also in 2 Sekunden so in etwa. Okay, der ist eindeutig schneller als die beiden zuvor. Dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Bist du das Pferd mit den 14 Herzen? Ne, mit 12. Okay, nee, dich meine ich nicht. Moment. Wo ist das Pferd mit den 12 Herzen? Wir paaren die mal. Hier haben wir 14 Herzen. Prima, da ist das andere Pferd. So, einmal nebeneinander stellen. Und dann hier die goldenen Karotten für euch beide. Eine und eine. So, lasst es euch gut gehen. Und da ist das... Oh, oh, der ist schnell. Der ist richtig schnell. Ich kann ja auch, glaube ich, damit ein wenig beschleunigen im Wachstum. Der ist ja mal mega schnell, so wie der gerade schon am Laufen war. Der Kleine hier. Vielleicht wird er dann schneller... Ja, damit wird er schneller größer. Uiuiui. Er ist schon fast erwachsen. Er ist schon fast erwachsen. Komm, noch mal ein paar für dich. Noch mal ein paar, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. 13 Herzen hat er. Der hat 13 Herzen. Ja, komm schon, ich hab dir gerade so viele goldene Karotten gegeben.
So unglaublich viele. Ich kenne dich, seit du klein bist. Und das ist schon eine ganz... Oh, es hat geklappt. Manchmal muss man nur mal überzeugend reden. Sattel rauf und jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, er kommt mir schon recht schnell vor, aber... Ah, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich glaube, der macht auch so eine 2,6. Wir sind wieder bereit und go! Er hat eine 2,5 gemacht, aber ihr müsst auch immer so meine Messfehler mit einrechnen, die ich vielleicht beim Drücken habe, wenn ich da drücke. Okay, er springt aber hoch. Na, geht auch wieder. Er springt auf jeden Fall 2 hoch. Die 2 schafft er schon mal. Aber viel höher, 2 bis 3 springt er nur. Ah, okay, das hat sich nicht ganz so gelohnt, muss ich sagen. Das war keine effektive Attacke. Wir schauen mal, kommt da 3 hoch? Ja, okay, 3 kommt da immerhin hoch. Er kommt immerhin 3 hoch. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit dem Kollegen mal weiterlaufen. Yami habe ich hier gefunden auch gerade. Yamis Platz. Wer klaut, der soll sich schämen. Wartet mal, wartet mal. Haben wir hier was in der Mailbox? Nee. Was hat Yami so für Sachen? Okay, es geht. Nichts Besonderes. Nee, okay, Yami-Spot ist komplett wild. Hier komplett ohne Wände. Einfach nur so ein paar Öfen. Das ist verrückt. Hä, wer hat denn hier ein Haus gebaut? Und warum sind hier so viele Druckplatten? Was ist das denn für ein Haus? Man kann natürlich direkt reingucken. Ich möchte kein TNT auslösen. So. Hallöchen. Hat direkt geklappt. Prima. Rauf, rauf. Und, oh, was? Der hier hat nur... Ja, der hat nur 9 Herzen. Nee, 8 Herzen. Der hat nur 8 Herzen. Aber ist gefühlt richtig schnell. Alter, ist er schnell. Der hat 8 Herzen, ist aber verdammt schnell. Der hier... Hä, der ist mega schnell. Oh mein Gott, das ist typisch. Das hat gefühlt wirklich was mit den Herzen zu tun. Schaut mal hier. Oh ja, der Unterschied ist krass. Der Unterschied ist mega krass. Okay, warte, ich nehme lieber das Pferd mit den 8 Herzen. Und bin dafür aber mega schnell, wie hier gerade. Alter, bin ich schnell. Das müsste schon langsam, glaube ich, der Max-Speed sein. Und der kann gefühlt auch mega hoch springen. Wobei. Ja, doch, das sind bestimmt 3 Blöcke. Geht also Mittelfeld, aber verdammt schnell. Das Pferd müssen wir unbedingt breeden mit dem da unten. Und dafür brauche ich halt die goldenen Karotten eigentlich. So, wir gucken nochmal hier, was der hier zu bieten hat. 12 Herzen ist so langsam, wie wenn ich laufen würde. Das kann man sich nicht vorstellen. Nee, der hier kann leider nichts. Das tut mir leid, mein Freund. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Und Alphastein und iCrimex, die bekriegen sich. Ich habe das Gefühl, iCrimex braucht gerade ein bisschen Hilfe. Ich glaube, ich weiß, wo iCrimex wohnt. Der hat ja so eine Burg irgendwie und ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich werde da mal eben schnell hinreiten und schauen, ob ich da iCrimex helfen kann, Alphasteiner wegzuhauen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Schnell dahin. Und ich kann das Pferd hier übrigens auch zu meinem persönlichen Pferd machen, Freunde. J hatte ich drauf gemacht. Okay, das ist jetzt mein persönliches Pferd. Okay, Leute. Wir haben unser allererstes persönliches Pferd, das mega schnell ist, hat nicht viele Herzen, aber es ist mega schnell. Und wir können es überall hinrufen. Was richtig gut ist, finde ich. Alter, bist du flink. Dich werde ich noch zu einem echten Rennpferd machen. Sobald ich wieder goldene Karotten habe. Da vorne ist tatsächlich die Burg. Okay. Mal schauen, ob ich da Alphastein oder iCrimex irgendwo sehen kann. P steht für Paulberger. Das müsste die richtige Burg sein, okay. Ich schau mal eben hier im Inneren. Sehe ich hier irgendjemanden? Nein, hier sehe ich niemanden. Okay, Alphastein labert, glaube ich, nur. Alphastein ist eventuell gar nicht hier. Ich schau mal eben, ob ich hier noch jemanden sehe. Ich war halt selber noch nie hier. iCrimex ist scheinbar selber nicht vor Ort. Okay. Da ist unser Pferd. Hier ist niemand gerade. Ich gehe mal eben hier oben schauen, ob hier jemand ist. Nein, von hier oben sehe ich auch komplett über alle Ländereien. Aber nein, hier ist auch keiner. Hier ist gerade keiner. Oh, oh. Was für PvP-Mods muss er aktivieren? Oh mein Gott, glaubst du, irgendwelche Gomme! Hallo! Gomme, was machst du hier? Ey, ich wollte eigentlich euch nur helfen. Ihr habt gesehen, Alphastein hat wieder große Töne gespuckt. Ich wollte nur schauen, ob ich helfen kann. Ich war in der Nähe. Ey, das ist sehr korrekt von dir. Ja, Alfie, ich weiß auch nicht. Irgendwie meint er gerade erst in unserer Base. Jetzt meint er, er will hier TNT platzieren. Ich habe hier niemanden gesehen. Kein Alphastein nirgendwo. Ich habe auch eben schon rumgefragt. Er hat nicht geantwortet. Also ich glaube, der macht nur Späßle. Okay, der ist nicht da. Der prankt der. Der prankt. Vielleicht gerade in unserer Base. Aber Gomme, jetzt Angriff, schreibt er in meinen Chat gerade. Machst du gemeinsame Sache mit Alphastein? Du, ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber ich bin ja mit Gambo, so gesehen ein Team Gambo. Und wir haben...
mit den Ampelkriegern eigentlich so einen Pakt. Also wir sind gut mit den Ampelkriegern. Und ich weiß, dass die Ampelkrieger auch gut mit dir sind. Okay, das ist gut. Deswegen, eigentlich habe ich nichts gegen dich. Also der Freund meines Freundes ist auch mein Freund. Aber wenn ich hier natürlich irgendwo mich mit in den Kampf einmischen kann und so, dann bin ich sofort da, genau. Also wenn dich sehr gut. Vielleicht können wir zu dritt ein paar Steine Falle stellen. Oh ja, gerne. Ich bin bereit. Ich habe Lava dabei, alles dabei. Ich habe aber kein TNT leider. Ich bin auch so voll ausgestattet. Okay, das ist sehr gut. Zu dritt können wir uns den vielleicht packen. Aber das ist auch gut zu wissen. Also, das heißt, wenn du hier bist oder warst die ganze Zeit, dann ist er wirklich nur im Pranken. Also, ich war halt noch nicht lange hier. Ich bin jetzt auch vor 5 Minuten oder 3 Minuten gekommen. Und seitdem bin ich hier rumgelaufen. Ich bin das erste Mal hier in deiner Burg. Sieht mega schön auch aus, muss ich sagen. Dankeschön. Richtig cool. Dankeschön. Aber hier war bis jetzt kein Alphastein. Wie heißen eigentlich ihr, du und Gambo? Habt ihr auch so einen Teamnamen? Wir haben so ein lockeres Bündnis. Deswegen haben wir keinen krassen Teamnamen uns dafür ausgedacht. Aber gerade heißen wir Team Gambo. So Gomme und Gambo zu... Nee, Gombo. Gombo heißen wir. Team Gombo, okay. Team Gombo, genau. Na gut, aber komm mal gerne in unserem Besprechungssaal hoch. Ja, gerne. So. Ich weiß nicht, Gomme, Bist du so im Bilde, was die letzten Tage hier eigentlich los war? Nein. Ich habe nur gemerkt und gehört, dass einiges hier los war. Viele Kämpfe, viel Streit und so, ne? Also, das habe ich schon mitbekommen. Ja, und ich sag mal so, wir sind gerade wirklich im sehr, sehr krassen Krieg mit den Königskriegern. Okay, Königskrieger. Wer gehört da alles dazu, damit ich denen direkt den Kopf absteigen kann? Nein, Spaß. Ja, das ist sehr gut. Ich bin direkt dabei. Es ist einmal SU, Stani, Denechi. Wer ist noch dabei? Ich weiß gar nicht, wen habe ich noch vergessen? Ente war irgendwie halb dabei. Irgendwie so die Truppe da von denen. Eigentlich habe ich einen vergessen. Ja. Ich glaube nicht. Ja, und jedenfalls, und die Eiskrieger bzw. Amir hat auch noch mit denen mit zusammen gemacht. Also es war ein riesen 5x5-Schlacht neulich hier gewesen. Und Stani hat auch ein Herz dabei verloren. Okay. Und aber der Krieg ist trotzdem noch lange nicht vorbei. Also es ist wirklich, es ist richtig Hass. Das ist ein richtiger Hasskrieg. Das ist interessant, okay, weil ich wüsste jetzt gar nicht, ich müsste wahrscheinlich dann mich ja mit einmischen, weil wir ja mit den Ampelkriegern gut sind und die mit euch gut sind, so. Also wären wir auch auf eurer Seite, Gambo und ich. Muss auch sagen, die Ampelkrieger haben auch wirklich gezeigt, dass sie sehr loyal sind, weil die sind im Krieg direkt voll mit reingegangen. Also Banks hat wirklich ordentlich mitgekämpft und dadurch war die Schlacht natürlich auch sehr erfolgreich. Ja, du glaubst gar nicht, wie sehr ich Lust habe auf Kämpfen. Wenn du irgendwie, wenn du möchtest, dass jemand ein Leben verliert, dann sag, gib mir 3 Diamanten oder so und ich sorg dafür, dass die Person das Leben verliert. Ich bin so heiß darauf zu kämpfen. Also bist du so ein Söldner quasi? Ja, gerade schon, weil ich habe noch gar nichts so von den Kämpfen mitbekommen davon euch, aber ich habe mega Lust drauf. Oh mein Gott, er ist wieder da, Okay, dann Gomme, dann weiß ich Bescheid. Dann nächstes Mal, wenn es rund geht, dann wir treffen uns eigentlich meistens hier bei der Burg. Dann schreibe ich in den Chat, dann kommst du auch dazu. Alles klar, lieben gerne. Wirklich, cool. Und wenn ihr hier Hilfe braucht, dann sagt gerne Bescheid. Wenn Alphastein jetzt hier ist oder so, ich kill ihn für euch. Kein Problem. Das ist sehr gut. Dann lass doch mal kurz ein bisschen hier gucken, ob wir den vielleicht finden können. Der ist ja gerade jetzt hier wieder online gegangen. Ja. Alphastein, Mäuschen, mach mal Piep. Alfi, zeig dich doch. Alphastein. Er ist halt wirklich in unserer Base gerade. Außer er ist halt wirklich in unserer Base. Ach, habt ihr noch eine andere Base? Ist die ganz woanders noch? Ich dachte, das wäre so eure Main Base. Ja, das ist die öffentlich wirksame Base. Ja. Und wir haben noch natürlich eine geheime Privatbase, die aber leider irgendwie mittlerweile ein bisschen geleakt wurde und gar nicht mehr so gemeint. Na, okay, ist, verstehe. Currently don't have a personal. Hä? Wie? Das ist nicht mein Personal Horse. Wie kann man denn das zu seinem Personal Horse machen? Achso, da musst du auch nochmal den anderen Hotkey dir einstellen, der da drunter ist. Also. Da ist noch ein anderer Hotkey, damit kannst du quasi dann den drücken, wenn du drauf sitzt und dann, genau, hast du dir direkt dein eigenes Pferd eingerichtet. Ich habe auch eben gerade erst mir mein Pferd geholt. Ich bin gerade da noch so ein wenig am Schauen, ein schönes Pferd reinzubekommen. Das ist auch extrem wichtig hier bei dem Projekt, um schnell... Ja, Pferde, ganz wichtig. Um schnell halt auch hier genau in solchen Situationen zur Hilfe zu kommen. Wenn Alphastein irgendwie Quatsch machen möchte, bin ich sofort da. Am besten holst du dir noch Eisläufer. This is now your personal horse. Okay, cool. Am besten machst du dir Eisläufer auf die Rüstung, dann kannst du auch übers Wasser reiten. Boah, das ist nice. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, das ist richtig stark. Boah, cool, jetzt kann ich mein Pferd auch rufen. Hier ist doch jemand. Habt ihr gehört? Alpha, zeig dich. Du? Trau dich. Warte mal, das kommt, glaube ich, von unter uns. Ja, von hier kommt das. Das ist von unter uns, Leute, er ist hier. Hier ist er doch. Hier ist er doch. Ich hab ihn. Hier, wo die Erde platziert ist. Ich hatte doch recht. Oha, sehr gut gemacht.
stark, 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 stark. Sehr stark. Das ist sehr gut, dass er mich. Das ist sehr gut. Hört ihr auch das TNT? Hört ihr das TNT? Nein! Zünde! Er hat wirklich TNT gezündet! Du wegen ekliger. Dem Regen, wegen dem Regen! Du ekliger Esel. Ich wollte das nicht, das war ein Prank, Das war's jetzt, Bro, das er wollte hier TNT zünden. Du ekliger Esel, komm her. Alfie, komm mal her. Ohne Schießen jetzt. Komm her, ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden. Ganz langsam, wir gehen in ein Land, Leute. Gamme, warum bist du so Gamme? Ich wollte mich nur mal hier einmischen. Du hast Gamme, ein bisschen. Was soll das, Gamme? Du hast ein bisschen zu große Töne. Du hast doch. Ey, einfach schon mal. Du hast zu große Töne gespuckt. Das macht man nicht. Alfie, komm her! Wir hatten jemand von dir gedacht, Gomme! Ich dachte, wir machen ein Team, Gomme! Wir haben noch nicht gesprochen, Alpha-Stein! Und du, komm und dann her. Kamst du so zu mir, Gomme, und willst mich angreifen? Du bist der Aggressor hier, du hast angegriffen! Ich hab alle deine Videos geguckt, Gomme! Ich hab alle Batman-Folgen gesehen! Alfie! Wir reden. Ey, Bogen weg, Gomme! Kurz Feuer einstellen! Okay, okay, okay! Alpha-Stein, komm ran! Aber pack das TNT weg! Du hast 38 Diamanten von uns geklaut. Ich hab die dabei, Freunde. Denkt ihr, ich hab nicht daran gedacht? Hör mir zu. Hör mir jetzt gut zu, was ich dir sag, weil ich sag's dir nur einmal. Wo ist MBK? Wo ist der MBK? Hör mir jetzt zu. Du gibst jetzt die Diamanten zurück und wir werden dich verschonen. Ansonsten werden wir dir ein Herz abziehen. Okay, das klingt fair, Kramix. Guck mal, was ich in meiner Hand habe, Kramix. Wir können doch einfach reden, Kramix. Gib die Sachen von Elina und unsere Diamanten. Die sollen die Bögen wegpacken! Die sollen ihre Bögen wegpacken! Die packen ihre Bögen nicht weg. Gib die Sachen Gomme sagt! Gomme sagt, gib ihm die Diamanten zurück! Ja. Bei mir funktioniert das nicht mehr, Gomme! Dann musst du sterben! Du weißt, du kennst die Regeln vom Gomme sagt! Ja, nicht im Wasser! Lass uns erstmal irgendwo schön hinstellen, Leute! Hier ist nicht schön! Dann kommt an Land! Kommt ran, Leute! Dann komm an Land! Ich fühle mich wie ein Fisch! Kommt, Leute, wir schwimmen. Gebt die Ware zurück und wir werden dich verschonen. Okay, Leute, ihr kriegt die Diamanten, wenn ihr Gomme sagt, gewinnt. Gebt die Diamanten auch ohne Gomme sagt. Du hast ja sowieso verloren gerade schon. Wie bin ich nicht erkrankt? Bist du dir sicher, erkrankt? Bro, was? Dein TNT juckt mich nicht. Bist du dir sicher, erkrankt? Das ist Cobblestone, das ist wie beim Alpha-Tour, Aquamix. Weißt du, wie schnell es kaputt geht, Aquamix? Bro, das ist nur mein Hafen, das juckt mich hier nicht, den bauen wir wieder. Aquamix, da oben sind auch nur Steinblöcke, Aquamix. Das sind starke Arbeiter, die bauen das wieder. Und Gomme, das würde ich mir merken, ab jetzt sind wir erzfeindige Gomme. Oha, okay, okay, okay. Dann stirb, dann stirb. Gomme! Ich krieg gar nichts! Wenn wir Erzfeinde sind, dann hau doch ab! Oha, was ist hier los? Wir wollten doch nur die Dias wieder haben. Oh, so ein ekliger. Hat jemand noch diese Fischschuhe von euch? Ich habe ein paar davon nur. Aber ich hab Strings dabei, warte, hier. Du kannst direkt welche craften damit eigentlich. Wie macht man die? Ich glaube, wir brauchen Leder dafür. Der eklige. Hau ab! Crimex, Gomme, komm doch ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Sorry, Heidi. Ihr habt euch leider mit dem Falschen angelegt, Leute. Das muss ich euch sagen. Er fühlt sich mit seinen Fischschuhen. Ey, er schmeckt da schon wieder. Okay. Warte, ich verfolge ihn. Ich wollte dich Diamanten geben. Ey, Gomme! Hau ab jetzt, oder gib die Diamanten wieder. Gib die Diamanten zurück, Alpha-Stein. Und warum sagst du, wir sind Erzfeinde? Wir haben nicht einmal vorher gesprochen. Aber ich möchte nur nicht, dass hier irgendwem Unrecht geschieht. Gomme! Komm her, Alpha-Stein! Hey, Gomme, warum ist Gib so schnell, die Diamanten Gomme? Her! Gib die Diamanten! Warum ist so schnell, Gomme? Alter! Ja, gib die Diamanten! Okay, Max, okay, ich hab die Dias! Dann gib sie, Max! Max, komm! Ja, dann gib doch die Dias, Bro. Ich hab die Dias dabei, Leute, ich hab die! Ich drop die, nicht angreifen! Ich ja, hab okay, die Dias. Okay, okay, okay! Ich drop die jetzt, Wenn du die in die Luft jagst, Alpha-Stein! Ich bin hier. Ich drop sie jetzt. Drop sie, Max, bitte. Drop sie. Gib die Diamanten. Sag mir nur, Gomme, warum sind die Schuhe so schnell? Ich brauche nur den Tipp. Sind die verzaubert? Nein, ich habe den Gomme-Mode aktiviert. Ah, die sind verzaubert. Gib jetzt die Sachen wieder, sonst knallt's hier. Okay. Wie viel ist genau zählen nach für die Kasse, für mein System? Also erstmal die Rüstung von Elina, die er genommen hat. Ich weiß nicht, was du sonst noch genommen hast. Du hast gesagt, irgendwie 38 Dias. Okay, Craig, so sollen wir das machen. MBK! Könnt ihr nicht alleine kämpfen, oder was? Hallo! MBK! Gib die Sachen her, oder du wirst ein Herz verlieren. Ist mir egal. Was passiert?
Alpha-Stein macht wieder Quatsch. Amikay, die sind böse, du musst jetzt rüberkommen. Wechsel dich zur richtigen Seite. Hey! Oh, gib die Sachen her. Alpha-Stein. Okay, okay, ich glaub. Okay, hier. Du bist... So, wir zählen die Dias jetzt, wir zählen die. Habt ihr ihm schon gedroht, dass sie ein Herz abzieht? Ja. Er ist in keiner guten Situation gerade. Alfie, das wäre ja schon ein zweites Herz, dass du das jetzt riskierst. Ich muss in der Nähe vom Wasser bleiben, weil... Lass mich hier im Block platzieren. So, Alpha-Stein, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt gibst du... Jetzt aber Dias her. Komm, warum? Gib die Dias zurück einfach. Also mit den Klum macht er gar keinen Sinn. Hä, Leute, deswegen, hört auf! Ihr seid vier! Was seid ihr für Feiglinge? Ich bin alleine hier! Hey! Ich bin alleine hier! Okay! Ihr macht sowas! Bro, du Ekliger, warum machst du denn immer alles kaputt, Junge? Ihr macht sowas! Okay, Alpha-Stein, das war TNT zu viel. Bist du das hier, Alpha-Stein, unter Wasser? Ja, das bist du. Oh, Gomme! Komm her! Komm, ich hab ein Herz verloren, Gomme. Ein Herz hab ich verloren, Gomme. Ich hab jetzt ein Schild. Oh, gutes Schwert, Gomme. Komm her jetzt, jetzt verlierst du dein zweites Leben. Jetzt ist vorbei. Ja, du wolltest nicht funktionieren. Das waren zwei Stücke TNT zu viel. Wir müssen reden jetzt. So, einen hat er. Dann komm mal. Einen Bogenschuss hat er. Bro, Alfie, du kommst ja niemals weg, ne? Gomme, gib auf. Nein. Erst wenn du die Diamanten mir gibst. Ich lock mich gleich auf. Ich werf eine Enderperle und dann bin ich weg. Gib mir die Diamanten. Alpha-Stein, geh an Land fürs 1 vs. 1. Wenn du dich traust. Aber er kann nicht boosten. Warte, du boost und du bist jetzt genau über ihm gleich. Ja, ich seh nicht, Ah, da, Mist. Leute, es reicht! Oh mein Gott. Wow, ich war mal falsch schnell. Ach, Alfie. Leute, es hat keinen Sinn. Ich werde die ganze Zeit abhauen heute. Nicht weinen, wenn du gleich ein Leben verlierst, Alpha-Stein. Oh mein Gott, was fliegt denn hier? Ah, ein Fall. Ach, das bist du. Oh, das bist du. Das bist du. Oh nein. Oh Gott, weil ich den Namen nicht gesehen habe. Kurz verwechselt, ja, nee. Sorry. Glaub, okay, aber weg. Wo ist Alpha-Stein jetzt hin? Oh nee, ne? Ich glaube, der geht wieder zu Base und zündet irgendwas. Ja, wir müssen wieder zurück. Ja, weißt du noch die Richtung? Warte, wo sind wir? 300 Blöcke. Ja, hier in die Richtung. Okay. Freunde, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der richtige Move war, mich damit einzumischen, aber ich habe das so im Chat mitverfolgt und ich wollte einfach helfen. Ich wollte einfach helfen, wenn da jemand beklaut wird. Und wir haben ja auch so gesehen, über die Ampelkrieger so mehr oder weniger, das muss man nochmal klarstellen eigentlich, mehr oder weniger so ein Bündnis auch mit den Paulbergern. Da muss man eigentlich mithelfen, Ich glaube jetzt hier in die Richtung, also die X-Koordinate ist richtig. Ja. Und jetzt noch hier lang. Ja. Okay, top. Ich glaube halt, das ist der richtige Move gewesen. Auch mal, um einfach Hallo zu sagen. Einfach mal zu sagen, Leute, wenn jemand irgendwen gekillt haben möchte, kann er sich bei mir melden. Ich bin wirklich heiß auf ein paar Kämpfe. Gerade Alpha-Stein eigentlich. Alpha-Stein hat schon nur noch zwei Leben. Wenn er jetzt nur noch eins hat, dann kehrt erstmal wieder Ruhe da ein. Und ich sehe jetzt schon die ganzen Alpha-Stein-Fans hier in den Kommentaren. Hör auf, Alpha-Stein zu killen, hör auf. Nein, Leute, ich werde nicht aufhören. Werde nicht aufhören, wenn Alpha-Stein weiterhin Sachen kaputt macht. Items klaut. Hallo. Digga, Ehre. Alter, warte mal. Ehre, dem Ehre gibt Gomma hast Bro, genommen? Gomma, du hast Gomma die aufgesammelt. Oh, hey, was? Gomma! Ja, hier, deine Schuhe. Oh. Wir haben Alpha-Stein verloren. Verdammt. Wir dachten ehrlich gesagt, er ist hier bei euch und verhandelt ein wenig. Nein. Aber wo hat er denn die hier. Base her? No way. Okay. Eben gerade das hat. Oh, das ist stark mit der Verzauberung mit dem Wasser. Ja, das ist richtig krass. Geil. Das ist richtig krass. Vielleicht habt ihr ja einen Verräter bei euch, bei den Paulbergern, der irgendwie Alpha-Stein gesagt hat, wo die Diamanten sind. Bro, nein. Ich sag ehrlich, unsere Base wurde leider geleakt, wegen einem Cut-Fehler, sag ich mal. Oh, deswegen, nee. Weiß er das. Ja, Alpha-Stein schaut gefühlt auch jedes Video. Und genau deswegen. Na gut, ey, ich mach mich nochmal auf den Weg. Wenn du Hilfe brauchst, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ne? Ja, alles klar. Bis dann. Machen wir so. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Aber der Gomma auf jeden Fall Ehrenmann hier, hat geholfen. Leute. Das war doch schon mal geil für die heutige Folge. Mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wir werden jetzt erstmal in die Base. Wir müssen ja nochmal unser Pferd weiter, ja, upgraden, sage ich mal. Wir haben aber schon mal ein Starterpferd. Wir haben unser eigenes Pferd. Da vorne ist es. Komm her, mein Freund. Schreibt lieb gerne auch mal Namensvorschläge für unser Pferd in die Kommentare. Es hat zwar nur, ja, es hat nur 8 Herzen. Das ist nicht wirklich viel. Aber 8 Herzen sind doch schon mal immerhin ein paar Herzen. Und es ist dafür mega schnell. Na gut, Leute, wir werden auch sicherlich nochmal das irgendwie zu einem krasseren Pferd umwandeln. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. War wieder richtig actionreich, war ein richtiges Abenteuer.
Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge sage ich haut rein und tschö mit Öl.